Ja, hallihallo, hier ist euer Dennis mit einem neuen Bitcoin-Update und heute wird's interessant. Wir hatten ja gestern einen kleinen Crash gesehen. Ja, das ist natürlich das heutige Thema und warum ich denke, dass wir hier den Boden gesehen haben. Ja, wer schon die letzten Videos gesehen hat, kann es schon erahnen, aber ich habe noch ein bis zwei neue Aspekte, wo ich mit reinnehmen möchte, wo ich denke, dass der Bereich 53,54K der Boden sein könnte. Ja, so, wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Fangen wir mal im 4-Stunden-Timeframe an, ja, weil im letzten Video ging es auch darum, dass wir hier ein mögliches Falling Wedge haben und im Falling Wedge ein mögliches Dezentriangel, wo ich auch sagte, die Chance ist höher, dass es nach unten ausbricht, da es hier in einem Abwärtstrend ist, in einem vorübergehenden, ja. Aber ich sagte auch weiter, ja, ihr könnt, wie gesagt, das letzte Video angucken, dass ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich im 53-54K-Bereich erst einmal Schluss ist, ja, weil hier ein starker Support ist. Ja, ich zeige es euch mal auf dem anderen Chart. So, da haben wir hier diese blaue Linie und ich sagte ja auch beim letzten Video oder auch bei einigen Videos davor, blaue Linien sind für mich sehr, sehr signifikante Trendlinien, ob Support oder Widerstand. Jetzt in diesem Fall ist es natürlich Support, da ja der Kurs drüber ist, ja, und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, haben wir hier diese rote Linie noch zusätzlich, was hier eine mögliche Wolf-Wave ist, eine große, ja, die habe ich auch schon sehr, sehr, sehr lang drin, ja, und diese Linie wird auf jeden Fall respektiert. Und ich sagte auch, sollten wir hier drunter fallen, dann ist der nächste Ziel bei etwa, ja, so 47 bis 48.500 Dollar, meiner Meinung nach, ja. Weil das hier dann hier, weil man hier diese diagonale rote Trendlinie, sorry, nach unten verlassen hätten. Noch sind die aber drüber und meiner Meinung nach ist, dass wir die erst einmal halten. Nichtsdestotrotz, ja, sollte man natürlich auf alle möglichen Szenarien gefasst sein. Das heißt, sollten wir wirklich drunter fallen und eine schöne Daily Candle da unten schließen und die nächste auch schön drunter bleiben, ja, also nochmal retesten, dann wäre das natürlich hier ein schöner Short-Einstieg, das ist natürlich ganz klar. Hier sieht die Sache jetzt etwas anders da aus, denn ich sage euch, warum ich denke, dass wir hier erstmal einen Boden erreicht haben. Zusätzlich noch, dass wir hier diese rote Linie haben, dass wir den starken Support-Bereich zwischen 53 und 54K haben. Denn das habe ich auch gestern Mittag in der Bull vs. Bears Akademie auch geteilt. Das haben die schon seit gestern Mittag. Und zwar gehen wir jetzt mal zu den MAs. Und zwar haben wir hier die MAs, ja, das sind die Linien, und eine EMA, die 200 EMA hier als dickes Pluszeichen. Ja, das sieht man jetzt nicht, weil das so eng ist. Wenn man näher dran geht, sieht man, das sind Pluszeichen. Was ist jetzt so dran, ja, besonders? Ja, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, wir gucken jetzt nur mal auf diese lilane Linie. Hier, ja, da haben wir ja das alte All-Time-High, jetzt haben wir ja das neue hier. So, beim ersten Buckel, sage ich mal, ja, es ging runter. Wir haben hier auf dieser MA200 perfekten Support gefunden im 12-Stunden-Timeframe. Da gab es einen fetten Bounce nach oben und dann ist er erst richtig durchgefallen, ja. Dann kam er mit einem Wish, sagen wir, wieder hoch. Gebounced, ja, dann ging er runter, nochmal getestet und ihr seht es hier, da hat er gebounced, hat hier konsolidiert, bevor es dann weiter nach oben ging, ja.
Und hier denke ich, dass wir auch einen Bounce sehen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wird das hier nur ein Korrekturbounce, wie hier? Ja, ihr seht es, hier hatten wir einen Bounce nach oben, bevor dann runtergefallen ist. Wenn wir jetzt mal die Fibonaccis anlegen, dann sehen wir, dass er hier bis zum Golden Pocket hier im 0786er Bereich nach oben gegangen ist, bevor es dann runtergeht. Ja? Schauen wir uns das mal hier an. Sollte das hier nur eine Korrektur nach oben geben, das heißt, wenn er hier bounced und geht hier nach oben, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja? Dann wären wir, wenn wir hier den gleichen Bereich nehmen, dann wären wir hier etwa ja, bei 64,5 bis 65.500 Dollar, ja, bevor es dann richtig eine Welle nach unten gibt. Ja. Die Frage ist natürlich, wenn wir uns die Struktur hier angucken, ja, wird es ähnlich? Ja, dann fehlt natürlich hier der vorige Höcker, ja, also dieser hier. Ja, weil vorher hatten wir nur einen Bounce, das war kurz vorm oh, sorry, bevor man runterging. Das weiß man natürlich nicht. Theoretisch könnten wir, weil ich denke, ja, es gibt jetzt zwei Szenarien. Ihr wisst aus den letzten Videos, er geht nochmal bis 70, 74, 75.000 hoch, bevor es dann richtig runter geht. Oder halt, weil wir uns in einem großen Ending-Diagonal-Triangel befinden, ja, zu den 100 bis 130 K hoch. Ja, es ist natürlich möglich, das Ganze. Aber wenn wir uns hier die Struktur jetzt angucken, kann es natürlich jetzt sein, und man muss das in Betracht ziehen, dass wir, wenn das hier nur eine Korrektur nach oben gibt, ja, er muss also diese Bereiche brechen, dass es keine Korrektur mehr ist. Ja, dass er hier bounce, also ich gehe wirklich stark davon aus, dass wir hier bouncen werden. Und dann ist natürlich die Frage, wird es nur eine Korrektur, bevor es runtergeht, oder wird es hier eine neue Welle nach oben? Das muss man natürlich sehen. Aber hier war auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Long zu eröffnen, ja. Weil ich hier auch super Support habe. Wie gesagt, wenn ihr euch die alten Videos angeguckt habt, dann wisst ihr das, zwischen einem 53 und 54K Bereich, dass da mehrere Supports sind. Und das hier im 12-Stunden-Timeframe kommt natürlich noch hinzu. Und zusätzlich schauen wir uns mal die Divergenzen an. Ja? So. Das nehmen wir mal raus. So. Das nehmen wir auch raus, dass wir ein bisschen übersichtlicher sind. So, was fällt euch auf? Ja, jetzt da ist es sogar schon eingezeichnet, ja, aber immer am besten auch selber gucken. Hier, der Kurs geht hier nach unten und der RSI geht hoch. Und das könnte jetzt, wenn er hier schön bounce, eine schöne bullische Divergenz sein im 12-Stunden-Timeframe. So, schauen wir mal in den 4-Stunden-Timeframe, was er da sagt. Hier haben wir ein Lower, also ein richtiges Low im RSI und ein Higher Low im RSI. Hier haben wir ein Lower Low im Chart. Das ist auch eine mögliche bullische Divergenz. Ja? Und das alles sagt mir, es ist möglich im Zusammenspiel mit der MA, mit dem Support, dass wir hier auf jeden Fall einen schönen Bounce nach oben sehen könnten. So, schauen wir uns zum Schluss nochmal die Pivots an. Ja? Ihr wisst, die Leute, wo schon länger gucken, hier, das sind gelb, sind die Monthly Pivots oder das CPR hier als Balken. Und in blau haben wir hier das Weekly CPR bzw. die Weekly Pivots. Und ihr seht schon, wir haben hier im Moment perfekt Support gefunden auf dem Weekly SI. Das heißt, Anfang der Woche wurden wir hier von dem Weekly CPR hier in Blau rejected. Er ging nach unten. Er hat sich die ganze Zeit auch im Monthly CPR hier rumgefleuscht und gekreuscht. Und ja, er hat es ein zweites Mal versucht, hier oben auszubrechen. Hat es wieder nicht geschafft und ist nach unten durchgebrochen auf das Weekly S1. Jetzt ist natürlich die Frage, und das ist halt auch ein Knackpunkt. Oben drüber haben wir einen guten Widerstand. Das muss man ganz klar sagen. Anhand hier erst schon mal des fetten Monthly CPRs. Ihr seht, er ist jetzt hier am unteren Rand des Monthly CPRs, dem BC besser gesagt, abgeprallt im Moment. Ja? Man muss, natürlich ist es Monthly CPR im Daily anzuschauen und hier sieht es natürlich so aus. Und das, wenn er hier rejected wird heute, das wäre natürlich, muss man ganz klar sagen, ein etwas bearishes Zeichen. Ja? So.
Denn diese Monthly CPRs oder Pivots, überhaupt die Pivots, sind sehr, sehr starke ja, Supports und Widerstände. Aber jetzt kommt das Aber. Wir sind jetzt schon Ende November und natürlich hat er hier jetzt Widerstand gefunden. Aber ihr seht hier die orange Linie und das hier kennzeichnet das neue Monthly Pivot, also diese Mitte, weil diese CPR besteht aus drei Linien eigentlich. Einmal oben das TC, dann hier genau in der Mitte, hier ist das P und da ist das BC und das die Linie, die kann natürlich jetzt nur als P-Pivot nur mal dargestellt werden hier bei diesem Indikator, aber das macht ja nichts, soweit ist mal in etwa, wo wir sind. Und wenn das P hier oben im Dezember anfängt, ja, je nachdem ist errechnet, das ist ja immer neu, das heißt, sollten wir jetzt hier ein paar Mal nach oben sehen, dann sehen wir natürlich eine leichte Verschiebung nach oben. Das ist natürlich immer eine Momentaufnahme, aber vom ganzen rückwirkenden Monat, das heißt seit 1.11., das heißt, hier wird sich großartig nicht mehr viel verändern, außer wir sehen jetzt einen Pump hier auf 100.000. Aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt ein bisschen seitwärts läuft die nächsten Tage. Ja? So, und wenn wir hier anfangen, dann ist es schon schwierig, ja? Muss man ganz klar sagen, weil wir dann unter dem Monthly Pivot P öffnen. Wir haben nicht mehr lang. Wir haben heute den 27.11. Wir haben noch etwa 2,5 Tage, sorry, bevor das neue Monthly Pivot startet. So. Das waren jetzt meine Marktschritte bzw. meine Einsicht auf den Bitcoin-Markt im Moment in Short Term. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Kommentar da. Lasst bitte ein Like da, ist ganz wichtig. Und teilt es mit Freunden, Bekannten. Aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht aktiviert habt. Und abonniert natürlich den Kanal, ist natürlich vollkommen klar. Des Weiteren könnt ihr den Kanal unterstützen, indem ihr euch bei FTX oder und Femex anmeldet. Alles unten in der Beschreibung. Und wenn ihr Lust habt, auch technische Analyse zu erlernen und an der Erfahrung von einem guten Team, sehr guten Team zu partizipieren, dann schreibt mich einfach in Telegram an. Link ist auch unten in der Beschreibung oder per E-Mail, die ist auch unten drin. Wir würden uns natürlich freuen. So, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.